Hallo allerseits und herzlich willkommen. Vielleicht habt ihr schon mal irgendwo das Cover von Lady of the Wicked, das Herz der Hexe, gesehen. Falls nicht, werde ich euch dieses Buch heute trotzdem vorstellen. Ja, worum geht es? Es geht um Hexen. Wer hätte das gedacht? Also die Ausgangssituation ist im Prinzip, dass wir Darcia Bonnet haben, eine Verbannte aus der Hexenwelt, die jetzt in New Orleans, in der Menschenwelt, leben muss und gerade dabei ist, das Ritual zu vollziehen, um die Lady der Wicked zu werden. Wicked, das ist so eine bestimmte Art von Hexen und eigentlich ist sie selber nur eine Halbhexe, das heißt, ihr magisches Talent ist jetzt eher so lala. Und während sie eben versucht, dieses Ritual zu vollziehen, was als erste Stufe voraussetzt, dass man 13 Hexen das Herz entreißt und da muss man sich noch selbst auf dem Scheiterhaufen verbrennen und sich selber in einem See ertränken. Ja, auf jeden Fall ist sie gerade noch auf der Jagd nach den Herzen und dann stolpert jemand in ihr Leben, mit dem sie so gar nicht gerechnet hätte. Der Typ heißt Val oder Valens und der scheint selber einen ziemlich mächtigen Fluch zu haben und will Darcias Hilfe, weil sie als Fluchbrecherin arbeitet. Dafür hat sie aber eigentlich gar nicht die Zeit, weil sie dieses Ritual unter einem gewissen Zeitdruck durchführen muss. Zum einen, weil ihr sonst noch ein Blutrache-Duell bevorsteht und vor allem, weil sie ihre Schwester endlich wiederbeleben will, wofür sie diese magischen Kräfte braucht, die damals wegen einem Geheimnis umgekommen ist, das Darcia selber noch nicht ganz verstanden hat. Ja, also ihr merkt, in dem Buch gibt es viel, was angedeutet wird und sich dann wahrscheinlich im Laufe der Zeit erst quasi klärt. Ja, das ist definitiv so. Also am Anfang hat man auch das Gefühl, dass Darcia selbst gar nicht so richtig weiß, wer sie ist. Mit der Zeit finden wir auch heraus, dass sie, also das Buch ist aus Darcias und aus Vals Perspektive geschrieben und mit der Zeit finden wir heraus, dass die beiden ein bisschen mehr verbindet, als beiden soweit klar zu sein scheint. Vor allem Darcia weiß es anscheinend einfach überhaupt nicht mehr. Gut, das ist auch noch aus anderen Perspektiven erzählt, aber hauptsächlich halt eben Darcia und Val. Vom Schreibstil her ist das so ganz gut. So, es hat mich jetzt nicht völlig umgehauen. Irgendwie ist mir da jetzt auch nichts Konkretes hängen geblieben, das ich jetzt mit euch teilen könnte. Deswegen ist es ganz okay. War jetzt aber auch nicht schrecklich. So, und deswegen habe ich mich hauptsächlich am Inhaltlichen orientiert jetzt für diese Bewertung. Das fand ich eigentlich ziemlich cool und interessant. Es sind verschiedene mythische Wesen vorgekommen, wie zum Beispiel Meerjungfrauen, Wassergeister, Trolle, und eben verfluchte Wesen. So, und das ist eigentlich ziemlich cool auch, dass es diese verschiedenen Abstufungen der Hexfähigkeit in dem Sinne gibt, dass und man lernt ja sozusagen New Orleans so ein bisschen kennen, aber eben auch das magische Pendant dazu, Babylon. Und hat damit quasi zwei Welten, die man entdecken kann. Man denkt sich jetzt vielleicht, ist das nicht ein bisschen verwirrend? Nein, ist es tatsächlich nicht. Das hat relativ gut funktioniert. Von den Charakteren muss ich ja sagen, am Anfang dachte ich so, boah, das ist einfach richtig nervig. Mit der Zeit wird es aber besser. Und obwohl das ja viele Dinge macht, von denen ich so sagen würde, okay, moralisch hart an der Grenze zum Verwerflichen, kann man ihr irgendwie nicht böse sein, weil sie das so aus so einer tiefsten Herzensüberzeugung macht. Und obwohl sie sich manchmal auch echt scheiße gegenüber Val benimmt, hat man doch das Gefühl, dass sie das halt irgendwie alles aus Liebe macht, während man bei Val oft das Gefühl hat, dass er eben aus egoistischen Motiven handelt. So, das heißt, die Sympathien waren bei mir auch relativ schnell, relativ klar verteilt. An queeren Charakteren, Charakteren mit Behinderung oder sonst irgendwie diversen Charakteren könnte ich mich jetzt nicht erinnern, dass die aufgetaucht sind. Schade. Die Figuren, die es sonst so gibt, ja, machen die eine Charakterentwicklung durch. Also ich habe ja schon gesagt, Val finde ich mit der Zeit nicht mehr so nervig. Aber das lag meiner Meinung nach weniger daran, dass er so sympathisch geworden ist, sondern dass wir mehr über seine Geschichte erfahren haben und dass das Ganze dann irgendwie ein bisschen mehr Sinn ergibt. Bei Darcia habe ich auch das Gefühl, dass sie, ja, also ich glaube, sie fängt sich im Laufe des Buches an zu verlieben, aber trotzdem hat man das Gefühl, okay, der Charakter bleibt in sich eigentlich kohärent. So, und fängt jetzt nicht an, irgendwelchen crazy verliebten Stuff zu machen. Das fand ich ganz gut. Ich hasse das immer, wenn dann Charaktere alles über Bord werfen, was vorher wichtig für sie war. Von der Story-Entwicklung her hat das eigentlich auch ganz gut funktioniert. Ich bin mal gespannt, wie der zweite Band wird, der ja im November rauskommen soll. Und eigentlich gibt es, also, ne, man hätte auch einfach ein fettes Buch wahrscheinlich draus machen können. Ich
bin gespannt, wie es weitergeht. Was, ja, was ich mir ein bisschen gewünscht hätte, wäre, dass es halt irgendwie ein bisschen diversere Charaktere gibt. Es dreht sich irgendwie alles so um Darcia und Val und irgendwie alle Fäden von der Geschichte, die irgendwie mal zusammenkommen, auch von anderen Charakteren, ja, knüpfen an Darcia und Val entweder an oder laufen quasi an denen vorbei oder haben da ihren Ursprung. Was aber auch dafür sorgt, dass alle anderen Charaktere relativ blass bleiben. Also alle Charaktere, die nicht Darcia oder Val sind, okay, später kommt noch Ruth ins Spiel, eine ehemalige Freundin, also bekannte Freundin, was auch immer, von Val. Von der erfährt man auch noch ein bisschen so ihre Background-Story und sonst hat man das Gefühl, diese Figuren existieren alle nur, weil Darcia und Val existieren. Finde ich immer so ein bisschen schade, wenn außer ein bis zwei oder maximal drei Figuren niemand so eine Persönlichkeit hat in einem Buch, ist aber so. Das war so ein bisschen der Wermutstropfen, aber sonst interessante Mischung auf jeden Fall. Ich hatte jetzt nicht irgendwie große Erwartungen an das Buch, sondern dachte mir so, ein magisches Buch, das könnte ganz interessant werden. Und das ist es auch am Ende gewesen, also jetzt nichts, von dem ich sage, es hat mich komplett aus den Socken gehauen, trotzdem hätte ich gerne immer und immer weiter gelesen. Das heißt, so eine gewisse Spannung ist schon da, vor allem dadurch, dass eben so viel angeteasert wird, was denn jetzt alles noch sein könnte und so weiter. Und von manchen Erkenntnissen denkt man sich so, ja okay, und wann kommst du da jetzt bitte drauf, Mensch? Ja, und da lebt so der Spannungsaufbau auch von. Das kann man gut finden, kann man auch nicht gut finden. Ich weiß, dass mich das in anderen Büchern schon genervt hat. Deswegen alles in allem ist das ein sehr solides Fantasy-Buch. Für welche Zielgruppe könnte ich euch jetzt noch nicht mal so genau sagen. Mir hat es auf jeden Fall gut gefallen. Ich bin gespannt, wie der zweite Band im November wird. Hoffe, dass euch diese Rezension jetzt weitergeholfen hat bei der Frage, sollte ich Lady of the Wicked lesen, ja oder nein? Und falls ihr euch jetzt denkt, okay, Luisa, du hast jetzt den und den Punkt angesprochen, aber erzähl mir dazu doch noch mal ein bisschen mehr, dann schreibt mir das gerne unten in die Kommentare und ich gebe euch natürlich ein bisschen mehr Infos über das Buch. Habe versucht, euch nicht so viel zu spoilern, deswegen seht es mir nach, wenn ich nicht so ins Detail gegangen bin. Das soll es jetzt auch soweit gewesen sein. Ich hoffe, ihr bleibt fit, munter und gesund und bis zum nächsten Mal.